So, hallo und willkommen zurück wieder in den Untiefen der Metropolen bzw. der Abwasserkanäle. Ja, wir sind immer noch hungrig, wir müssen immer noch wachsen. Ja. Und wir müssen noch etliche Sachen. Der kann durch selektive Fütterung größere Maximalgrößen erreichen. Nummernschild. Einfach Nummernschild. Bisschen Salz drauf. Majoran, Pfeffer. Schon haben wir das perfekte Mittagessen. Okay. Gejagter. Marco. Marco. Bla bla bla. Kapitalismus im Spätstadium. Okay. Und das Wölfen, da kriegt sich nicht mal losgerissen. Dann auch mit dem guten Kiefer. Na komm, nicht die Richtung. Das ist was. Moinsen! Ey, ich hab jetzt so nicht sprintet und das Auto war nicht im Kreis so gesprungen. Okay. Wo sind wir? Da hinten. Wo müssen wir hin? Dorthin jetzt? Herrlich. Wir machen einmal her. Sind für die Reinigung des Meeresbodens von essbaren und halbessbaren Abfällen unerlässlich. Okay. Eine weitere Haifischjagd neigt sich dem Ende zu. Die haben schon. Zappeln, das ist schadlich.
Oh, jetzt dürfen wir schon den nächsten Predator fangen. Beziehungsweise jagen. Okay, es sieht relativ sauber aus, muss ich ehrlich sagen. 9 von 10, 11 von 12, 9 von 10. Ein Fragezeichen. Das. Ah, hier fehlt noch ein bisschen was. Ja, hier fehlt noch ein bisschen was. Der Herrscher der Tiefsee, der weiße Hai. Ich warte mal, ich habe jetzt gerade schon 3 auf einmal. Als König der Meere bezeichnet, noch mal Schwanz, was ihm ein verzerrtes Bild eines Monarchen der modernen Gesellschaft verleiht. Ja, das war der weiße Hai. Hallo. Aber das Kopfgeld wurde festgesetzt. Das Haiweibchen sollte sich in Acht nehmen, bis die Jäger aufgeben. Wenn die Hai-Saison endet, kehren die Jäger in den normalen Alltag zurück und hauen ihre Dollar in spirituosen Geschäften auf den Kopf.
lass mich erstmal in Ruhe. Ich lass mal mein Feind hoch. Ich werde es wieder sagen, Stinky Pete, aber die Analyse der Küstengewässer zeigt, dass der Besitzer des Gebiets eines Tages einen Check des National Flood Insurance Program erhalten wird. Okay, er ist da. Der Hoosier Hitzkopf. Fanrich Tyler Dixon. Hey, Taylor! Während sie hier in Prosperity Sands von Luxury Leisure Groups unterwegs werden. Dann hab ich schon. Wie es Mode in anderen Küstenstädten ist, sind weite Teile der Küste von Port Clovis nun das exklusive der Wohlhabenden. Die haben wir. Gut, dann holen wir uns. Ich sag einfach Stinky Pete jetzt an. Pete, was ist in den Fässern drin? Fischfutter. Pete, was das auch ist, kannst du es bitte lassen? Wir schnappen uns den Hai. So oder so. Es ist nur, dass das unnötig destruktiv erscheint. Ich meine, es ist nur ein Hai. Da gibt es ein ganzes Ökosystem. Ein Hai hat meinen Jungen getötet. Peter, hör zu, ich verstehe. Willst du noch weiter darauf rumreiten? Wie gesagt, Stinky Pete. Ja, ist total abgedreht, der Junge. Die Grotte von KWK? Ach, da hinten. Cool, dass wir da noch gar nicht großartig gewütet haben. Episode 7. Wie schwimmt sie so? Die Gesellschaft reagiert mit Abschreckungsmaßnahmen, aber die Menschheit ist letztendlich nicht in der Lage, die Vergeltung der Natur aufzuhalten. Das ist wohl wahr. Ey. Bin zu langsam.
wohl zu heiß gemacht. Mahi-Mahi sind die am schnellsten wachsenden Meeresfische, die bekanntermaßen in einem einzigen Jahr bis zu 1,2 mehr als drei Viertel der Erdgeschichte war das Land unbewohnt und es gab weit und breit kein einziges Wellness-Hotel. Küstenerosion betrifft derzeit über 70% der Sandstrandgebiete der Welt. Wenn man wie ich ist, fragt man sich wohl, was das Geheimnis für solch langlebiges Pappmaché ist. Das ist doch so ein Umzugswagen. Für so Karneval oder keine Ahnung. Port Clovis ist der Jagd über. Und der Kampf mit dem Haiweibchen wird fürs Erste vertagt. So, dass ein Ding steht. Okay, so. Haben wir es hoch. Oh, was hast du gerade in der Baumkrone? Natürliche Nahrungskette in Aktion. Ah, wir haben jetzt mittlerweile 46.000 als Gefleißiger, doch wenig. Da können wir uns ein bisschen evolutionieren. Ja. Genau das. Eher Evolution. Ich hab's verkehrt ausgesprochen. Proteinspeicher wie dieser sind ein praktischer und schmackhafter Weg für Haie, ihre Eiweißzufuhr zu erhöhen. Nahrungsgewohnheiten. So, noch mal ganz kurzes Hallo zurück. Ja, mir war gerade die Festplatte vollgelaufen, aber es ist nicht schlimm. Ich habe nur das eine Schild, was hier war, noch eingesammelt. Und das war's. Es ist jetzt nicht großartig viel irgendwie was schiefgelaufen. Mir ist einfach nur die Festplatte vollgelaufen. Und ich muss erstmal wieder Platz schaffen. Ja. Weil ich muss das dann auch alles erstmal bearbeiten, verarbeiten und. Ja. Jetzt kann's weitergehen. Hab ihm Hunger. Hunger. So, da geht's rein. Hallo. So parke ich meine Autos. Niemand weiß, was sich wohl im Magen eines Hais befindet. Eben der Mülleimer der Meere. Da ist auch noch was. Ein Blick auf die Küste bedeutet zu erkennen, dass die Grenze zwischen Meer und Land vergänglich und alles Leben auf der Erde nur ein Port Clovis hätte diese Seeminen nach dem Krieg entfernt. Doch die Stadt hatte bereits ihr Jahresbudget für die Buchung einer Nickelback-Coverband für den 4. Juli ausgegeben. Okay, also bleiben die Dinger einfach, Alter, mitten im Hafen, ne? Auf Seeminen.
Ach, die sollten wir eigentlich entfernen. Ach, egal, weißt du was? Lass die hängen. Haben wir ja gerade kein Geld dafür. Oh Mann, ey. Aber das Krasse ist, ich muss ehrlich sagen, ich will nicht wissen, wie viele Seeminen es wirklich noch in Wirklichkeit gibt. Entlang der 78 Meilen langen Küste von Blanchard County gibt es 35 Meilen Sandstrand. Von denen nur 6 nicht im Besitz von Ressourcen, Einzelpersonen oder Hausbesitzervereinigungen sind. Okay. Wieso bin ich nicht ein Besitzer von denen? Niederlage gegen King Crush im Halbfinale der Monster Mania 2011 ist Big Finn aus dem Rampenlicht getreten, um ein einfacheres, natürlicheres Leben zu führen. Alles klar. Das Witzige ist, es gibt ja so einen Monster Truck. Aber ich weiß nicht, ob das Big Finn, ich meine auch nicht Big Foot. Es gab ja noch einen anderen. Der sah auch so aus wie ein Hai. Meeresspiegel haben einst unerreichbare Ecken des Bayou zugänglich gemacht. Das ist das blöd. Weil das kann ich nicht beeinflussen beim Springen. Ja, ich komme hier rüber, ne? Der Trailer fährt mal einfach rum. Gehen, an diesem Gebiet kann man ablesen, dass die Wasserhülle der Erde unfähig ist, das Wachstum zivilisierter Landschaften entlang des Golfs zu tragen. So, dieser kleine Abschnitt hier wird jetzt gerade mal 11 Minuten lang. Der Frieden in der Grotte ermöglicht dem Hai, die Welt mit größerer Zuversicht und Effektivität anzugehen. Sind wir ein schöner Brocken geworden? Gut, dann gucken wir mal, was wir machen können. 6,6 Meter ist schon eine Hausnummer mittlerweile. Zweimal Schwanz haben wir gefunden, oder Schweif, je nachdem, wie ihr das sehen wollt. Einmal wegen Geschwindigkeit oder einmal hier Spritzradius, Schaden durch Schwanzflossenschlag, Schwanzflossenschlagkraft, Schadenswiderstand und Rammschaden. Ich bin immer dafür. Wie gesagt, wir müssen auch genügend Zeug versenken und so. Uns fehlt aber noch der Kopf. So, da haben wir das schon mal auf volle. Und das geht jetzt gerade wieder. Nee. Jetzt haben wir schon wieder zu wenig. Hauptsache, die Schwanzflosse ist schon mal. Alles klar. Gut, was müssen wir jetzt hier machen? Schildkröten. Ey, das lohnt sich doch jetzt. Schildkröten ist immer gut. Mit dem anderen hätte ich es geschafft.
Gegensatz zu den juckenden Walen oder den kläffenden Delfinen sind Haie stille Jäger. Ein Hai lässt sich niemals eine fette Fiesta entgehen. Damit meinen die bestimmt jetzt den Orca. Ja, mal sehen. Machen wir gleich mal. Die Zahl der Meeresschildkröten ist hier explodiert. Schlechte Neuigkeiten für Seegras. Tolle Neuigkeiten für Orcas. Ach, Orcas reißen auch Schildkröten. Das ist ja mal interessant. Oha, jetzt ist ein Orca. Ein bisschen malträtieren. Ich habe beinahe bei Rot und Gelb 90.000. Bald 90.000, nee, bald 100.000 meinte ich natürlich. Ich weiß manchmal nicht, was ich rede. Oder ich habe manchmal sehr häufige Versprecher. Ach, stimmt ja. Auch wenn eine ökologische Katastrophe durchaus denkbar ist, sollte man die Gewinne von niemand weiß, wer diese mysteriöse Unterwasserbasis gebaut hat. Aber möglicherweise besitzt die Person eine Nero-Jacke und eine Perserkatze. Schön. Die Überentwicklung der Küste schafft ein gefährlicheres, komplexeres Umfeld. Jagter Orca, Alter. Anita nur noch ihre liebste Hausmannskost. Rohe Haifischleber. Okay. Der Stadtrat von Port Clovis verpasst keine Gelegenheit für Cross-Franchising. Ist ja normalerweise ihr Hauptspiel. Killing Floor. Wie gesagt, ich bin auch positiv überrascht, wie gut die eigentlich dieses Spiel umgesetzt haben bis jetzt, also an sich umgesetzt haben. Wie gesagt, ich habe auch nicht großartig was davon gehört, dass hier viele Patches rausgekommen sind oder dies oder das. Es läuft an sich grundsolide. Es kann sein, dass ein paar Patches oder Hotfix rausgekommen sind. Es kann sein, ich weiß es aber nicht. Weil zumindest in der News-Sektion oder so habe ich nichts gelesen davon. Und wie gesagt, ich bin sehr überrascht, dass das Spiel wirklich so gut läuft. Da können sich manche wirklich eine Scheibe von abschneiden. Ausgesetzt. Ich habe drei dieser Schwertfalle dort bei Fischfingers gefangen. Man
könnte sagen, dass ich ein wirklich gutes Auge für Talente habe. Aber Duila muss wirklich an der Akrobatik arbeiten. So, wo als nächstes hin? Jetzt hier rüber wieder. Schildkröten und Schildkröten. Was ist hier noch hier draußen davor jetzt? Das ist anticlimatic. Ach, ne Kiste. Shark, get your ass out here. So. Der einsame Jäger stolpert über eine weitere Nahrungsquelle. So, ich muss jetzt erstmal hier die Folge beenden, weil wie gesagt, ich muss jetzt erstmal 500 Millionen Jahre irdischer Entwicklung erreichen ihren Höhepunkt mit den geräumigen Durchflussbauplänen von Prosperity Sands. Ich muss jetzt erstmal wieder zwei Folgen eine machen. Wie gesagt, wir sehen uns, also ich sage erstmal ciao, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.